Privatschulen? Sind das nicht diese elitären, teuren Schulen für Bessergestellte? Schon lange nicht mehr, denn heute sind privat finanzierte Schulen ein wichtiger Bestandteil in der Bildungslandschaft. Was bieten Privatschulen? Als Schriftstellerin Annette Pehnt aus Freiburg vor einigen Jahren eine weiterbildende Schule für ihre Töchter Iona und Jule gesucht hat, war es ihr wichtig, das perfekt passende Angebot zu finden. Ich interessiere mich für verschiedene Bildungskonzepte und vor allem für Schulen, die nicht nur auf Leistungen setzen, sondern sich auch für Wertigkeiten oder Spielräume interessieren, die außerhalb des Leistungsrasters stattfinden. Am besten passte ihr das St. Ursula-Gymnasium in Freiburg, eine Mädchenschule getragen von der Erzdiözese und eine von vielen freien Schulen im Land. Und die haben seit Jahren großen Zulauf. Seit 1985 ist die Zahl von knapp 60.000 Privatschülern im Land auf über 100.000 gestiegen. Das Angebot ist breit gefächert, auch Waldorfschulen gehören dazu. Gefion Göttler geht auf die Waldorfschule im Freiburger Stadtteil Viere. Für sie die perfekte Schule. Weil ich viele Aspekte, die ich an der Waldorfschule finde und nicht an staatlichen Schulen, sehr wichtig finde. Ganz besonders auch so die individuelle Förderung. Wie finanzieren sich Privatschulen? Private Schulen sollen Alternativen bieten, eben nicht mehr nur für die Eliten sein. Das Schulgeld möglichst gering. Die Finanzierung folgt deswegen einem immer gleichen Grundmuster. Den Großteil der Kosten übernimmt das Land. Aktuell ungefähr 80% dessen, was ein Schüler an der staatlichen Schule kostet. 10% zahlen die Eltern über Schulgeld, 10% die Schulen selbst. Das Problem bisher, der Zuschuss vom Land ist nur eine lose Zusage, schwankte je nach Finanzlage. Deswegen fordern die freien Schulen, Waldorfschulen und kirchlichen Schulen den Landesanteil von 80% endlich im Privatschulgesetz festzuschreiben. Für jede Schule ist es wichtig, eine gewisse Planungssicherheit zu haben, um zu wissen, wie kann der Jahreshaushalt gestaltet werden, können neue Räume gestaltet werden, wie hoch sind die Zuschüsse für die einzelnen Schüler. Wir müssen hier eine verlässliche Ausgangslage haben, denn es kann ja nicht sein, dass wir am Ende des Jahres feststellen, dass wir jetzt zu wenig haben. Wir müssen Bildung ja verlässlich für die Schülerinnen und Schüler anbieten. Wie soll das neue Gesetz aussehen? Das Land hat zugesichert, den eigenen Anteil von 80% festzusetzen. Zum Missfallen der Schulen soll das aber nicht im Gesetz stehen. Und es will den Elternanteil übernehmen, wenn die Schule auf Schulgeld verzichtet. Strittig bleiben die übrigen 10%, der Eigenanteil der Schulen. Alles, was nicht zur Lehre gehört, etwa die Cafeteria, müssten Schulen weiterhin selbst zahlen. Die Waldorfschulen auch viele ihrer speziellen Angebote. Denn bisher verstehe das Land nicht immer das. Zum Beispiel Musik, Theater, bestimmte Bewegungsfächer, die es in anderen Schulen auch gar nicht so gibt, dass das wirklich Bestandteil des Unterrichts ist. Irgendwo müssen die Schulen die übrigen 10% herbekommen. Wer keinen Sponsor oder Träger hat, müsste also doch wieder Eltern zur Kasse bitten. Auf der Großdemo in Stuttgart heute Mittag haben Schulen, Schüler und Eltern deswegen noch einmal Nachbesserungen gefordert.